Wir kommen heute mal wieder zu einem Blick durch die Clicker Idle und Incremental Games. Sollte es denn bei Pickcrafter ein Update gegeben haben? Weil dieser komische Hand da oben ist neu. Also, auf jeden Fall willkommen bei Pickcrafter und mal gucken, was hier los ist. Ein Dankeschön-Paket. Wofür das? Für die Geduld? Das ist auf jeden Fall eine nette Geste. Übrig bleibende Blöcke 50. Kaufe einen. Also da scheint, ja, da kann ich jetzt gleich mal mit euch rumgucken, was denn sich hier noch alles geändert hat. Und ob mich das ausreichend begeistert, um weiter an dem Spiel dran zu bleiben. Also ich wollte es im Moment noch nicht abschreiben, aber ich erzähle euch gleich ein bisschen, was mich doch einiges Frustration gekostet hat bisher, was die ganzen Spielmechanik angeht. Vor allen Dingen die vielen Spitzhacken, die man über die Truhen bekommen kann. Wow, das sind neue Items. Lässt Eisscherben während der Spitzhackenfähigkeit erscheinen, um diese verlängerten Tippen, um sie zu erhöhen. Also hier gibt es auf jeden Fall kein neues Biom. Ansehenskosten. Das heißt, man kann die nicht mehr einfach so durchraschen, sondern man muss die tatsächlich irgendwie erwerben. Machen wir erstmal die Kisten auf und gucken mal, was da kommt. Also meine normale Kiste. Fragment des Frostes. Okay, da gibt es schon mal das erste neue Fragment. Hier gibt es nichts, weil das ist eigentlich bisher die einzige Quelle, um an eben neue von dieser Premium-Währung zu kommen. Also was genau? Kaufe ein. Okay, das heißt, es kostet mich tatsächlich dann die Picks, aber da wüsste ich nicht, warum ich das machen sollte, weil ich kann die ja einfach hier, beziehungsweise ich konnte sie mal. Achso, meine Amethyst-Spitzhacke ist noch nicht auf dem aktuellen Stand. Die ist noch, okay, Level 22, alles klar. So, die ist hier ganz optimal, also die ist schon ziemlich weit, soweit auf. Oh, jetzt hat sie gleich natürlich den Rush aktiviert. Das war eigentlich nicht beabsichtigt, weil ich wollte mit euch eine andere Spitzhacke vorführen oder beziehungsweise anschauen, um zu gucken, was die macht. Aber gut, dann machen wir jetzt erstmal das hier durch, um zumindest hier gleich mal die Picks einzusammeln. 15 Millionen Picks! Das scheint auf jeden Fall auch einen höheren Bonus zu geben, weil ich glaube, so einen hohen Multiplikator hatte das Ganze bisher auch nicht. Also da scheint sich einiges geändert zu haben. Da muss ich gleich nochmal ein bisschen genauer forschen, was da jetzt eigentlich so noch mitsteht. Okay, da kommt schon das Discovery Wheel. Mal gucken, wo es heute stehen bleibt. Gut, bei den normalen Gegenständen für dieses Biom. So, ihr seht, hier sind die ganzen Spitzhacken, die sozusagen regulär, die man einfach ganz normal über den Shop hat freischalten können. Und also, mystisches Frostmaschine, 23 brauche ich von diesen Dingern. Von irgendwas habe ich doch jetzt eine bekommen, das heißt, hast du das jetzt nicht aktualisiert? Oder müssen die dann noch produziert werden? So, der ist immer noch dabei, die Dinger zu produzieren, das brechen wir mal ab. Und gucken mal, ob hier irgendwas... Ah ja, also das Mystische sind hier die neuen. Na komm, zeig's wieder an. Und dafür brauche ich... Okay, also ich habe ein Fragment bekommen und ich brauche 10 Fragmente und eben 10 von diesen Dingern, um die herzustellen. So, mal gucken, aus welchem Biom. Okay, das hier ist dann das Lava-Biom. Das ist dann das für den See. Für den Zwielichtwald und das war der Nether, glaube ich. Ne, mal gucken, ist es nicht das gleiche? Mal gucken, wer hat denn noch sowas drin? Vielleicht der Himmel? Ja, das sind Himmelsscherben. Also an der Stelle waren es Himmelsscherben. Naja, das heißt, da muss man auf jeden Fall mindestens in die Nebenbiome kommen. Und da habe ich nämlich eine neue Spitzhacke. Das dauert noch ein bisschen, bevor ich euch die jetzt vorführen kann. Die dort an der Stelle sehr, sehr praktisch ist, weil die hat nämlich die Fähigkeit,
gegenüber der Teleporter-Spitzhacke oder der Enderaugen-Spitzhacke, die durch die Biome nur durchteleportiert, ist die Spitzhacke sogar in der Lage, nuklearen Abfall und verdünnten Abfall direkt abzubauen, ohne dass ihr mit dem Eimer und der Lava und dem Wasser rumhantieren müsst, sondern dann direkt in der Lage seid, eben diese Blöcke zu bekommen. Ah, da kommt eine Kiste. Das heißt, dieser Kisten-Fritz kommt erst oder nur dann, wenn ihr hier einen freien Slot habt, ansonsten kommen halt nur die normalen grünen Creeper. Ja, Zeit hier mal noch eine weitere Kiste zu starten. Aber was das jetzt genau Ansehenskosten, das heißt, okay, das heißt, ich muss tatsächlich auch Picks ausgeben, um jetzt in Zukunft resetten zu können, weil das war bisher natürlich nicht so. Ich musste nur bis zum Ender-Level gespielt haben. Also ich musste im Endeffekt nur hier beim Ende ankommen. Folgekräfte geben auf Twitter, um der Erste zu sein, der den neuesten APM-Code sieht. Genau, das ist natürlich nochmal, dass ihr über den Twitter-Code hier dann mal gucken, das war hier, APM-Codes einlösen könnt, indem es dann nette Geschenke gibt. So, gucken wir mal, ob da irgendwas Interessantes. Da habe ich einen vom 3. Februar. Lösen wir den noch gleich mal ein. Mal gucken, was es da für eine Kiste gibt. Okay, eine ziemlich normale Kiste mit zwei Sachen. Das ist jetzt nicht so viel. 27. Ist wieder eine Chest. Naja, immerhin Enderdroide und einen kritischen Treffer dabei. Die Codes sind nicht beliebig lange gültig, aber sie sind zumindest über mehrere Tage verfügbar. Das heißt, wenn ihr da auf dem Twitter-Kanal von dem AMP-Codes nachschaut, könnt ihr da auf jeden Fall noch einige eingeben. Ich glaube, als ich das erste Mal auf den Twitter-Account gestoßen bin, ich glaube, so 2 Monate konnte ich, glaube ich, zurückgehen. Da ich natürlich selber jetzt nicht genau weiß, bis wie weit ich schon die Codes oder wann ich die Codes zum letzten Mal. Okay. Also 13. Januar hatte ich schon. Das heißt, bis dahin bin ich jetzt aber aktuell. So, also so viele haben die Kisten nicht gebracht, aber ein paar Artefakt-Elemente, die ich jetzt noch auflösen kann, weil ich dann zumindest ein bisschen grünen Staub bekomme. Ja, schmeiß mich weg. So, die Spitzhacke ist jetzt auch wieder bereit und dann gehe ich mit euch nämlich jetzt mal die erste Spitzhacke durch. Von den beiden neuen, die mir jetzt aktuell noch verfügbar sind, weswegen ich nämlich auch den letzten Prestige-Reset nicht mehr gemacht habe, weil eigentlich hatte ich mir vorgenommen, bei 30 zu pausieren und dann hier die ganzen Items wieder nachzukaufen. Ihr seht, hier bei den ganzen Sonderbiomen bin ich noch ziemlich weit unten. Bevor ich angefangen habe, meinen Rush zu machen, um nämlich die Enderaugenspitzhacke und auch ein paar Truhen zu kaufen. Hier bin ich aktuell, nee, ich bin ja jetzt bei 29, also 27 hier, bei den ganz am Anfang, also bei dem ersten Biom. Hier seht ihr, dass ich bei den ganzen Sachen da überhaupt nicht mitgekauft habe. Aber hier die Winterhandschuhe, das sind jetzt noch so die letzten, das letzte von dem Eisbiom, was ich noch zu aktualisieren habe. Und natürlich gibt es für die anderen noch einige. Also die Uhr zum Beispiel, den roten Sand, brauche ich nur noch eine Stufe, um da weiterzukommen, um da aktuell zu ziehen. Also interessant wird es auf jeden Fall mit diesen neuen Teilen, von denen ich auch noch nicht weiß, ob die innerhalb des Spiels irgendwie gedroppt werden. Das werden wir jetzt gleich feststellen, wenn ich mit der Wackelspitzhacke, der Tentakelspitzhacke jetzt durch die Biome rausche, wie ist er hier. Weil das ist zumindest einer der Spitzhacken, die mir eben jetzt noch zur Verfügung ist. Weil das, was mich im Moment ziemlich ja, frustriert hat zu dem Spiel, ist einfach, dass alle meine Spitzhacken, also seht ihr, die Kronos-Spitzhacke ist Level 8. Seitdem habe ich die natürlich nicht mehr benutzen können, weil ich nicht bereit bin, so viele Runik auszugeben. Mal davon abgesehen, dass ich im Normalfall gar nicht so viele habe. 60 habe ich hier jetzt durch diesen, ja, durch dieses Dankeschön zwar bekommen. Aber das heißt, es war gerade mal für 3 Prestige-Level ausreichend. In der Hinsicht ist es natürlich auf jeden Fall sinnvoll für die Spielmechanik, dass dieses Prestige-Rushen jetzt deutlich ausgebremst worden ist, indem jetzt hier ja, die Picks hier eine stärkere Begrenzung ziehen. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht weiß,
wie das jetzt eigentlich mit den Fähigkeiten aussieht. Da ist was verändert worden. Das sind deutlich weniger, weil da war ich schon bei über 500 bisher. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas zurückgesetzt wird, aber ich habe hier 83 Punkte investiert, 30 an der Stelle und 98 an der Stelle. Also hier war ich auf jeden Fall deutlich über 500, was sie mir sozusagen die Fähigkeitspunkte bereits gekostet hätten, jeder einzelne. Jetzt ist natürlich die Frage, ob hier in dem Skillbaum irgendwas verändert wurde. Es sieht hier aber im Moment nicht danach aus, dass da irgendwas groß verändert oder beschleunigt wurde oder irgendwelche neuen Features dazugekommen sind. Weil das, was jetzt noch nicht ausgemaxt ist, das wäre normal hier in diesem Grau und das ist ja tatsächlich nur hier und dort der Fall, zumindest in meinem regulären Skillbaum. Das Blaue heißt nur, dass hier noch Boni von den Artefakten aktiv sind. Deswegen das, was ich auch gekauft habe, genau, muss ich wieder in den Shop wechseln. Also einen weiteren Slot, das heißt, ich habe jetzt eben fünf Slots hier. Das heißt, das konnte man nur einmal kaufen, einen weiteren Fähigkeiten-Slot und einen weiteren Artefakte-Slot. Und das hier bleibt genau, das ist weiterhin für 300 Onyx, dass man hier noch mehr hat. So habe ich im Moment jetzt eben vier Artefakt-Slots. Ja, also von den Kronos-Spitzhacken, bevor ich die durchgehe, machen wir jetzt erstmal den Tentakel-Dingsbums. Und ja, was ich euch da schlecht zeigen kann, weil das ist da nicht übersichtlich genug, weil sonst muss ich immer wieder hier rüber wechseln. Aber ja, es gibt auf jeden Fall eine Unmenge, also der geht einfach durch alle Biome durch, ganz einfach. Und zwar inklusive eben dieser Spezialsachen, wo ich hier zum Beispiel hier die nukleare Route, also schauen wir mal, wann die vorbeikommt, dann seht ihr, dass selbst das Teil auftaucht. Ha, endlich mal wieder eine bessere Kiste. Habe ich schon, nee, ist auch nur Eisen. Ich dachte schon, die letzte goldene Kiste oder stärkere 5-Stunden-Kiste ist auf jeden Fall schon ewig her. Das hat aus meiner Sicht deutlich abgenommen. Aber es kann natürlich auch alles nur Zufall sein. So, machen wir erstmal die noch fertig und dann starten wir das kritische Klicken, weil da arbeite ich auch noch an einem Achievement in der Hoffnung, dass das, ja, dass ich das mit den kritischen Klicks, mit den 10.000 bald mal abschließen kann, weil eigentlich sollten hier zig kritische Crits zusammenkommen, aber es reicht anscheinend nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich alle Crits zählt, solange das Ding läuft oder ob der da nur weniger zählt. Also ihr habt jetzt gerade gesehen, dass die nukleare Route von 2 auf, ja, auch jetzt gleich wieder ein paar Mal gesprungen ist. Und eben, also diese Tentakelspitzhacke ist eine der brauchbarsten aus meiner Sicht aktuell, weil die nicht nur eben durch alle Biome durchgeht, sondern tatsächlich auch in der Lage ist, diese Sachen, die ja sonst nur durch das Wechseln in das Ödlandbiom mit Lava und Wasser und umgekehrt von dort das grüne Zeug mitzunehmen, um das halt in den anderen beiden Biomen einzuspielen, um diese Blöcke zu bekommen, um diese beiden Arten da zu bekommen. So, ihr seht, also vorher waren hier keine mehr zur Verfügung gestanden. Das heißt, hier habe ich jetzt einige, die ich jetzt hier nach und nach wieder ein bisschen mit anziehen kann, um die halt auf das aktuelle Level zu bringen. Und nachdem ich ja so viel Prestige brauche, beziehungsweise mehr Prestige brauche, als ich aktuell für Fähigkeiten bekomme, das heißt, ich würde erstmal weitere Fähigkeiten Punkte wahrscheinlich aktivieren. So, jetzt ist natürlich die Frage, was es mit diesem Ding hier auf sich hat. Also, und vor allen Dingen, was bedeutet diese zusätzliche Dings da oben? Ist es jetzt die Anzahl der Kisten? Das heißt, je nachdem, wie viele Kisten ich geöffnet habe. Also mir ist noch nicht ganz klar, was es bringt, weil den einen hatte ich jetzt schon gekauft, aber 80, na gut, das kostet im Endeffekt im Vergleich dazu nicht allzu viel. Das hole ich in ein paar Sekunden wieder rein. Ah, okay, ich muss die tatsächlich kaufen. Das heißt, der zählt die dann da oben hoch. Und dann bekomme ich eine weitere Kiste wahrscheinlich, wenn ich dort genügend gekauft habe. So, hier kosten sie jetzt 79 Millionen. Und hier kosten sie 77 Millionen. Übrig bleibende Blöcke 48. So, dann gucken wir mal zumindest, dass ich Blöcke kaufe, die irgendwie sinnvoll sind. Am besten wäre wahrscheinlich, den auf dem Mond zu kaufen, wenn es denn den Käse gibt. Ne, den Käse gibt es natürlich nicht. Das heißt, so seltene Sachen stehen dann doch nicht zur Verfügung.
Okay, dann gucken wir mal, was jetzt hier noch eingekauft werden kann. Also, aber ich habe auf jeden Fall bei dem Durchlauf auch Käse bekommen, der ja ohnehin schon unglaublich selten ist. So, das andere lasse ich mal noch offen, weil die will ich aktuell noch nicht durchgehen, weil das, mal gucken, wie viele Level oder wie viele Stufen aktuell an Items mir da fehlen, durch die mehreren Durchläufe, ohne die alle zu kaufen. Also 600 Items fehlen mir da knapp, die ich dort noch machen kann. Also das erscheint das neue Event zu sein. Aha, lässt Eisscherben während der Spitzhackenfähigkeit erscheinen, um diese zu verlängern, tippe, um sie zu erhöhen. Also das sind sozusagen die Sachen, die man dann kaufen kann. Enderperlen pro. Ah! Das heißt, es ist kein Event, sondern es ist eine dauerhafte Erweiterung der Mechanik. Okay, dann gucken wir uns das jetzt nochmal im Shop an. Weil hier war ja dann letztlich die Beschreibung dazu. Auch wenn jetzt noch nicht klar ist, wo ich dann tatsächlich die Dinger herbekomme. Also die Frostmaschine erhöht im Endeffekt erscheinende Eisscherben. So, minus eine Sekunde Abkürzung, Abkühlzeit pro Scherbe. Mal sehen, ob sich das für Axt und das auf beides bezieht. Das heißt, damit kann das verkürzt werden. Gepanzerte Creeper-Block-Explosion mal 1. Das heißt, dass man dann dort mehrere, also wahrscheinlich ist es einfach ein 100% Bonus, das heißt, dass die dann doppelt so viele Blöcke zerstören. Eine Enderperle mehr pro Ansehen, also per Durchlauf. Ist natürlich die Frage eben, wie schwierig man tatsächlich an diese Dinger kommt. Weil ob, wenn die natürlich nur pro Kiste plus eine Wahrscheinlichkeit fürs Finden eines Glücksrads. Okay, das heißt, das Ding kommt dann eventuell häufiger. Gut, das heißt, das sind also neue Mechaniken, die werden dann auch nach und nach sicherlich teurer werden. Und ja, eben, das Entscheidende ist, ob diese Mechanik dann letztlich nur über die Truhen oder zumindest über die kostenlosen Truhen, weil das war jetzt die einzige Quelle, wo ich überhaupt ein Fragment gefunden habe, oder ob die mit einer ganz, ganz geringen Wahrscheinlichkeit auch so bekommen werden können. Achso, Moment. Die Scherben bezog sich, glaube ich, auf alle. Das heißt, lässt Eisscherben. Das lässt aber nur Eisscherben erscheinen. Das nützt mir dann nichts. Also da bin ich sehr gespannt, wie und wo tatsächlich diese Sachen herbekommen werden können. Ein Glück habe ich hier zumindest noch einiges zu tun, um die Blöcke abzubauen, damit ich hier tatsächlich meine gesamten Fähigkeiten hier dann aufleveln kann und auf den aktuellen Stand bringe. Das heißt, dass ich, bis ich die alle auf 29 angehoben habe und dann auch die Items gekauft habe, kann ich zumindest noch einige Blöcke abbauen. So, dann gucken wir doch mal in das Biom, wo das dürfte die Höhle sein, wo es das rote Zeug gibt. Genau. So, dann kaufen wir das Zeug jetzt mal ein, um einfach mal ein bisschen noch das Zeug auszugeben. Ah, ich muss den im letzten Biom kaufen. Ach, so ein Käse wieder. Okay, also wechseln wir wieder ins letzte Biom und kaufen einfach da das Zeug weg. Purpurschlüssel ist am seltensten, dann kaufen wir doch da ein. Aber das heißt letztlich nur, dass es eine andere Quelle ist, um an Kisten zu kommen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass hoffentlich die Kiste, das Ding da oben, zumindest direkt in der Lage ist, eine Kiste zu öffnen. Das heißt, ich muss nicht 3 Stunden warten, bis ich sozusagen diese kostenlose Kiste wieder bekomme, sondern ich kann die dann schneller aktivieren. Also das heißt, ich kann nur noch 6 von den Blöcken kaufen. Oder ich kann mir nur noch 6 von den Blöcken leisten. Nee, ich kann mir auf jeden Fall mehr leisten. Ach, du grüne Neude. Block auffüllen in 12 Stunden. Oder jetzt auffüllen free. Ja, wie jetzt? Also 25. Ja, aber wieso ist es jetzt kostenfrei? Also es kostet mich zumindest im Moment keine Runix, zumindest momentan. Aber vielleicht ist es auch nur bis zum ersten so. Also, so, die erste ist jetzt erhalten.
Okay, also damit habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, schneller an die Fragmente ranzukommen. Das ist schon mal die Mechanik, um überhaupt die Fragmente zu bekommen. Und jetzt bin ich dann mal gespannt, wie das Ganze. Okay, achso, jetzt sind wieder nur noch 25 übrig. Das heißt, ich kann die nicht alle so wegkaufen, sondern muss die dann immer wieder aufladen. Die Frage ist halt, warum die jetzt noch kostenfrei aufgefüllt werden können. Ha, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt kostet es dann extra. Das heißt, der sammelt irgendwie so eine Art Auffüllmechanismus an. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie viele kann ich tatsächlich oder wie teuer ist es, das über die Picks aufzufüllen? Okay, also eine neue Mechanik, von der ich noch nicht überzeugt bin. Aber wie viele Scherben habe ich jetzt tatsächlich? Okay, genau, ich habe ja nur eine Kiste bekommen, das Fragment des Frostes und Fragment des Feuers. Und davon brauche ich jetzt 23. So, das heißt, ich bin jetzt nicht mal in der Lage gewesen, eine ganze oder mehr als eine Kiste zu bekommen. Und, also würde ich mal davon ausgehen, dass das eher Wochen dauert, bis es gelingt, hier tatsächlich die Kisten freizuschalten. Also zumindest alle 3 Stunden ist die Chance, dass man über die kostenlose Truhe eine so eine Scherbe bekommt. Das andere ist dann, keine Ahnung, wie viel man da am Tag tatsächlich zusammenbekommen kann. Werde ich mal weiter ausprobieren und auch, ab wann das hier irgendwie relevant wird. Ah, okay, das zählt runter. Das heißt, ich bräuchte ja etwa noch das Vierfache von dem, was ich jetzt an Picks habe, um das über die Picks aufzufüllen. Das heißt, auch das dauert ziemlich lange und da ist es zum Beispiel wieder sehr ärgerlich. Eben wiederum, wie gesagt, diese Spitzhacken ist eigentlich aus meiner Sicht im Moment das größte Frustrationspotenzial. Also das sind ja alle Spitzhacken, die ich eben mit regulären Sachen upgraden kann. Soweit, so gut. Hier muss ich noch ein bisschen Sachen bauen und so weiter, aber das ist alles okay. Das passt alles ins Spiel, weil das hat einfach mit den Sachen zu tun. Aber ab hier beginnt es dann halt die Schwarz-Weiß-Spitzhacke, die jetzt halt auf Level 9 feststeckt. Und hier die Truhenspitzhacke. Gut, die Fähigkeit ist jetzt nicht so interessant. Habe ich auch nicht genau gesehen, was es jetzt bedeutet, wenn die jetzt einen Block mehr einfängt, wenn ich ja bereits schon 13 oder sowas pro zerstörtem Block letztlich bekomme. So, das ist noch die Schießpulverspitzhacke, die natürlich auch noch eine ganze Weile braucht. Die göttliche Spitzhacke ist meine zweite Spitzhacke, die ich euch noch zeigen kann, weil ich die eben, das ist die zweite Enderspitzhacke. Also das hier ist eine Enderspitzhacke und das hier ebenfalls, die ich aus den Endertruhen bekommen habe. Und die zeige ich euch dann auch gleich nochmal, weil ich denke, das hat sich dann, dass ich da noch lang genug brauche, jetzt die Spitzhacken zu erklären. So, den Flammenhammer, den kennt ihr noch vom Anfang. Den magischen Zauberstab, der ist ein regulärer, der kann weiter abgegradet werden. Da habe ich jetzt auch extra die Zauberbücher herstellen lassen, aber das dauert natürlich noch etliche. Also ich muss jetzt noch 14 weitere Level überwinden, also 14 mal 250 magische Bücher herstellen. Das heißt, Herobrine ist leer, muss ich da noch viele, viele Besucher abstatten. So, dann die Regenbogenspitzhacke. Ja, das ist ganz nett gewesen mit den Farbwechseln. Hier ist zum Beispiel eine Spitzhacke. Da müsst ihr halt dann wirklich, wenn ihr die bekommen habt, die oft genug benutzen, damit ihr das eine Achievement abschließen könnt. Gehen wir mal in die Achievements rein. Moment, was war das jetzt? Hey, ich habe ein anderes Achievement noch freigeschaltet bekommen. Da ist anscheinend was geändert worden. Aber schauen wir es uns mal zusammen an. Also ein Blick auf die aktuellen Achievements. Mit den Blöcken, mit den Picks und so weiter ist alles Standard. Das ist soweit bekannt. Für die Sonnersspitzhacke kommt jetzt eben ein neuer dazu. So, wo war Sonners hier? Raver, listen to all Treatsracks vom Sonners Mixtape. Das heißt, jedes Mal, wenn die Sonnersspitzhacke eben aktiviert wurde, hat sie einen unterschiedlichen Song irgendwie abgespielt. Das sieht ganz nett aus und ist auch eine nette Melodie, kann man sich mal anhören. Auf jeden Fall müsst ihr das halt machen, bevor ihr dann so ein Prestige überwindet, weil wenn ihr das jetzt versuchen würdet, ihr kommt nicht mehr, dadurch, dass ihr mit der Spitzhacke keine Blöcke mehr zerstören könnt,
könnt ihr die Spitzhackenfähigkeit nicht aktivieren. Und das ist eigentlich das Problematische dabei, dass diese Updates, wenn ihr so eine Fähigkeit später noch verwenden wollt, einfach zwingend diese Updates braucht. So, was jetzt gerade noch freigeschaltet wurde, der Winterwreff, weil hier bin ich davon ausgegangen, weil ich brauche alle Spitzhacken und die Spitzhacken hatte ich halt nicht. Weswegen ich das vorher nicht bekommen habe, anscheinend ist das geändert worden, dass man die nicht alle Spitzhacken braucht, sondern tatsächlich nur die Items dann, was ich auf jeden Fall deutlich besser finde, weil ich ja kaum in der Lage war, ich habe mir schon darauf eingestellt, dass ich irgendwie hunderte von den Runix zusammensparen muss, damit ich beim nächsten Mal beim Winter-Event in der Lage bin, solche Wintertruhen zu kaufen, um nämlich hier die letzten Spitzhacken noch freizuschalten. Also was waren hier die Spitzhacken? Hier gibt es welche vom Winter-Event, Winter- oder Neujahrs-Event und die Lebkuchen-Spitzhacken und so weiter, die habe ich halt nicht bekommen gehabt und deswegen war aus meiner Sicht dieses Teil auch nicht erfüllt. So, wo ich jetzt aktuell dabei bin, zu versuchen, diese 10.000 Critical Hits zu bekommen und das dauert einfach aktuell ewig und bisher habe ich sie nicht erfolgreich abschließen können. Also keine Ahnung, was für Hits der tatsächlich zählt, weil natürlich mit der Potion ich das immer aktiviere und eigentlich müssten da schon etliche zusammengekommen sein, aber leider wird das nicht im Spiel gezählt, also zumindest nicht getrennt gezählt, sondern es werden hier nur die regulären Klicks gezählt. Lifetime Crit Strikes. Mal gucken, ob da was geändert wurde. Vielleicht sind ja da irgendwelche Zusatzinfos bekommen. Also Current Prestige ist 28. Lifetime Picks. Picks per Second. So, die explodierenden Krebs sind halt die grünen. Die anderen zählen dafür nicht. Genau, den kritischen Treffer Trank habe ich im 301 Mal schon verwendet und trotzdem habe ich auf jeden Fall nicht genug geschafft, genug kritische Klicks da zusammenzubekommen. Ja, also deswegen, bleibe ich weiter dran. Mal gucken, wann das sich tatsächlich freischalten lässt und was da zählt. Erde, das sind die ganzen verschiedenen Blöcke letztlich. Lifetime Runic, das ist das... ja, was ich wahrscheinlich über, ja, keine Ahnung, aus welcher Quelle die stammen. Weil die 60 von vorhin sind auf jeden Fall nicht mit dabei und ich denke, dass ich schon mehr freigeschaltet habe, vor allen Dingen aus den Kisten. Genau, im Moment bin ich dabei 41 Tage am Stück. Zu Weihnachten habe ich angefangen und bin immer noch jeden Tag zumindest einmal drin, um mir das Ganze anzuschauen. Und ja, hier sind jetzt die neuen Fragmente von Frost und Feuer. Aber ja, also es gibt zumindest weiterhin keine Zahl, die anzeigt, wie viele kritische Klicks nach dem Trank letztlich erreicht wurden. Deswegen es sich halt nicht wirklich gut überprüfen lässt, ob das jetzt passt oder nicht. Aber gut, ich habe zumindest gelesen, dass jemand anders das schon geschafft haben soll. Also hoffe ich mal, dass es tatsächlich möglich ist. So, zurück zu den Errungenschaften. Also das andere sind natürlich noch die Feuerpickaxe freizuschalten. Das Feuerwerk dürfte vor nächsten Jahr wahrscheinlich nicht klappen. Mal gucken, wo ist das Ding eigentlich? Hey, das ist nicht mehr da oder habe ich es abgeschlossen? Also es wäre mir neu. Weil es ging nämlich darum, eine Feuerwerks-Pickaxe auszulösen. Aber das Achievement scheint nicht mehr da zu sein. Also was ansonsten noch ziemlich schwer zu erreichen sein wird, ist ein Artefakt von Level 25 zu bekommen. Nachdem das ja aktuell so langsam geht, mit den niedrigen Artefakten, die dann aufzulösen und dann irgendwann genug zusammenzubekommen, um hier eben das Upgrade zu bekommen. Auch hier ist es eben... ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Langzeitmotivation darstellt, aber zumindest eine Langzeitbeschäftigung, hier diese Artefakte zu sammeln. Moment, wo sind die jetzt wieder? Hier. Weil wenn ich den versuche aufzuleveln, hier brauche ich schon 121 für Level 13 und das steigert sich halt von Level zu Level. Bei Level 10 habe ich nur von 10 auf 11 89 gebraucht. Das heißt, es steigt auch immer stärker an und bis Level 25 oder höher, also das dürfte noch eine ganze Weile dauern. Also auf jeden Fall, hier sind dann noch Event-Sachen. Die kann ich halt ohne die Events natürlich nicht abschließen. So, jetzt schauen wir aber nochmal, ob die Spitzhacke für das
Teil eigentlich verschwunden ist. Weil mir fehlt jetzt auch tatsächlich hier noch ein paar Thunspitzhacken. So, das ist die Feuerspitzhacke, die ich letztlich dann brauche, um die einmal zu bekommen, um dann dieses eine Achievement zu erhalten. So, Fackeln, das sind alles noch die normalen Spitzhacken, die ohne Event funktionieren. Und das sind jetzt dann eben Erntedankfest, Glücksevent. Ja, genau, das hier unten ist natürlich die Feuerwerksspitzhacke. Und eben für die Feuerwerksspitzhacke gab es auf jeden Fall ein Achievement, dass man einmal dieses Feuerwerk starten sollte. Aber mal schauen, anscheinend haben sie es rausgenommen, weil die Spitzhacke wahrscheinlich nicht verfügbar war. Also Sonnas ist klar, wie gesagt, mindestens so oft einsetzen, bis ihr das, also mindestens dreimal werdet ihr euch da anhören müssen oder die Aktion auslösen müssen, damit ihr das Achievement bekommt. Aber guckt nach, ob das wirklich die drei verschiedenen Songs waren, nicht, dass sich welche wiederholt haben. So, dann die instabile Spitzhacke ist eine Mischung aus den beiden Kronos-Spitzhacken, also einmal die Beschleuniger und die Verlangsamer. Ja, das heißt, es geht dann irgendwie hin und her. Naja, ist jetzt nicht so spannend. Die Tentakel-Spitzhacke habe ich euch bereits gezeigt. Die ist ziemlich genial. Die wäre im Moment wahrscheinlich eine der präferierten Spitzhacken, die ich wahrscheinlich so weiter noch versuchen würde mitzuführen, wenn ich genug Runix einsammeln kann. Und je nachdem, wie schnell das Ganze in Zukunft eben dauert, überhaupt so ein Prestige abzuschließen. So, die Enderaugenspitzhacke. Ja, selbst die kann ich nicht mit Prestige, sondern die muss auch jetzt mit Runik aufgelevelt werden. Ihr seht, die habe ich schon vor einiger Zeit dann erreicht gehabt. Und naja, und seitdem kann ich sie jetzt halt nicht mehr verwenden. Deswegen kann ich die euch nicht vorführen, wie sie letztlich sich durch alle Biome durchteleportiert. Ja, das hier war ja das, wo ich mich letztes Mal schon aufgeregt hatte. Aber immerhin ist es jetzt gesenkt worden, dass die Süßigkeiten-Spitzhacke nicht 250, sondern zumindest dann so einen regulären von in dem Fall 15 dann braucht. Das ist jetzt mit dem Update auf jeden Fall geändert worden. Dann die Antichronos-Spitzhacke, eben die beschleunigt. Das heißt, die ist praktisch dazu, um hier diese Sachen runterzufahren. Das heißt, die werden dann sehr, sehr schnell resettet. Während die ja eben genau das Gegenteil hat, weil die hat verlangsamt und eben, wie gesagt, die hat beschleunigt. Jetzt zeige ich euch nochmal die göttliche Spitzhacke, eine der neuen, die ich jetzt halt noch bekommen habe. Beschwört Engelstrahlen, um automatisch Blöcke zu zerstören. Deswegen bekomme ich, nachdem die Spitzhackenfähigkeit abgelaufen ist, okay, das heißt, alle 15 Minuten geht dann irgendwie hier so ein Ding weg. So, für das Ende brauche ich auf jeden Fall noch einiges, was ich hier an Gegenständen brauchen. Das heißt, da kann ich die jetzt hier mal starten. Und den Bohrer, die Dynamit und dann die Crit-Klicks. So, und jetzt könnt ihr mal mitzählen, wie oft das Lila auftaucht oder wie es Orange auftaucht. Das heißt, wie viele kritische Klicks ich jetzt eigentlich während einer oder während der 30 Sekunden, während der Trank aktiv ist, tatsächlich schaffe. Und es wundert mich einfach, dass bei 300 Trankbenutzungen dort einfach die 10.000 tatsächlich noch nicht erreicht sind. Aber mag sein, dann dauert es halt noch ein bisschen. So, und der Trank ist jetzt schon wieder abgeschlossen, aber die Spitzhackenfähigkeit läuft jetzt aus und jetzt habe ich hier eben nochmal diesen ganzen Bonus bekommen, womit ich jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen was noch dazu kaufen kann. Aber ihr seht auch, hier ist noch einiges zu tun. Und ja, da ich jetzt eh nicht mehr allzu viel habe, wo ich die Picks ausgeben kann, was ist eigentlich für heute? Weil ich muss jetzt mit euch nicht das Ganze durchgehen für die Enderaugentruhe. Ach so, da kann ich euch noch eine Sache zeigen, weil neben den Spitzhacken, die ich ja jetzt, die beiden, die ich euch bereits gezeigt habe, gab es noch diese Fähigkeit, eben das Teleportieren. Ist, glaube ich, auch ein das hier war das Enderding. Genau, Trank der grenzüberschreitend. Also das ist im Endeffekt, die Endertruhen bleiben natürlich dauerhaft, weil auch wenn ich den zweiten Endertrank oder die Enderfähigkeit freigeschaltet habe, kann man die natürlich dann immer weiter aufleveln. Das heißt, wenn man dann dort, naja, neue Items bekommt, kann man so wie bei den anderen dann auch nach und nach das Level verbessern. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich genauso wenig erschöpfen wie diese Transzendierung, mit denen es halt möglich ist, einfach in den. Genau, hier haben sie ja zumindest Transzendieren jetzt geändert, weil das war ursprünglich in der deutschen Übersetzung mit Zurücksetzen, was natürlich nicht gestimmt hat, sondern eben, dass man einen weiteren Fähigkeitspunkt in bestimmten Bereichen freischalten kann.
Also ich habe diese 7-mal transzendiert. Das heißt, bei denen, wo es möglich war, habe ich 7 Punkte dazu, also 7 zusätzliche Fähigkeitspunkte investieren können. Und auf jeden Fall ist es natürlich praktisch für euch, dass sich das zumindest gesenkt hat. Das heißt, also wie gesagt, ich bin da bei über 500 auf jeden Fall jetzt gewesen, was mich der nächste Fähigkeitspunkt gekostet hätte. Das heißt, da ist das ein bisschen von der Mechanik verschoben worden, dadurch, dass ich hier jetzt 200 Milliarden brauche, 200 Milliarden Picks, um die nächste Stufe zu erreichen. Hat man das im Gegenzug anscheinend hier runtergesetzt. Aber mal sehen, wie sich das insgesamt auf die Spielmechanik weiter auswirkt. Auf jeden Fall beliebig schnell lässt sich dieses neue Event oder dieses neue Item auf jeden Fall nicht bekommen. Das heißt, es dauert einige Tage und ich bin mal gespannt, wenn ich morgen, wie viele Kisten ich letztlich morgen darüber aufmachen kann. Und ansonsten heißt es halt tatsächlich wieder kostenlose Truhen farmen, weil in den Truhen scheint es ja nicht drin zu sein. Zumindest habe ich vorhin ja keine Scherbe bekommen. Also dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß damit, diese Fragmente einzusammeln und damit dann hier diese Dinge herzustellen. Wobei, boah, das ist ja nochmal der Hammer. Das heißt, für einen so einen Kubus brauche ich 10 von den Scherben. Das heißt, ich brauche 230 Scherben, um eine Frostmaschine herzustellen. Und das gleiche natürlich für die anderen. Also das ist eine sehr, sehr lange Mechanik. Also wenn ich jetzt nicht noch irgendwas rausbekomme, dass diese Dinger irgendwie während des Spielablaufs tatsächlich. Also ich gehe jetzt mit euch nochmal in das Eisbiom und guck mal, ob ich dort innerhalb 5 Minuten, 10 Minuten, keine Ahnung, in der Lage bin, irgendwie eine so eine Scherbe zu bekommen. Dass ich die irgendwie im Spiel finden und freischalten kann. So, das da oben dürfte sich dann. Ah, das haben sie geändert. Weil bisher war es so, dass in dem Moment, wo ein neues Item reingekommen ist, dass das automatisch aufgeklappt und angezeigt wurde. Das heißt, da ist ein bisschen die Oberfläche auch verbessert worden. Das ist schon mal ziemlich gut, dass solche Sachen korrigiert worden sind. Dass das Ding jetzt anbleibt, während ich nicht resetten kann, ist natürlich blöd. Vor allem ist das Ding sonst erst aufgegangen, wenn ich am Ende war oder wenn ich die richtige Spitzhacke hatte. Ja genau, ich bin ja im Eisbiom und da gab es ja auch noch ein paar Eissachen zu erledigen. Werden die nach oben gezogen? Wieso sind denn die Nether-Sachen? Aha, das heißt, wenn man auf den Shop geht, wird alles das, was man aktuell erwerben kann, nach oben gezogen. Zumindest wenn man nicht währenddessen drauf gestanden hat. Auch eine Neuerung. So, also dann jetzt mal hier noch ein bisschen weitermachen. Machen wir mal die Winterhandschuhe noch möglichst komplett und mal gucken, ob zumindest eine Frostschärfe auftaucht. Selbst wenn die so selten sein sollten wie der Käse auf dem Mond. Wäre es ja zumindest irgendwie erreichbar, dass in einigen Minuten zumindest dieses Ding bezogen werden kann. Weil wenn das tatsächlich nur über die Kisten geht, anstrengend. Bin mal gespannt, wie viel DPS ich dann am Ende tatsächlich habe, wenn ich hier die Rüstung alles auf den aktuellen Stand gebracht habe. Weil das sind eben schon ja, also mehrere hundert Items, die ich dann dort noch aktivieren müsste. Klar, für das erste ist es nicht viel, aber für die anderen Biome waren die Boni natürlich um einiges höher, so wie auch die Item-Boni höher sind. So, 22, das heißt bis 29 noch 7 Level, 7 Mal die Items zu bekommen. Und meine Spitzhacke lädt sich jetzt gerade wieder auf. Also machen wir nochmal eine Reise durch alle möglichen Bereiche. Also ihr seht so ein bisschen die Gitterstruktur und das sind dann entweder Glas natürlich oder tatsächlich die beiden Sonderteile aus dem Biom, wo es dann eben ja, sehr hilfreich ist, dass dieser verwässerte Abfall und nukleare Abfall dann direkt mit dieser Spitzhacke einfach bezogen werden kann. Und auch sonst alle Elemente aus diesem Secret-Biom. Das war's wieder. So, mal gucken, ob sich irgendwas in den Fragmentgeschichten getan hat. Nein.
Weil es wäre ja auch noch die Sache, wenn es natürlich in irgendeinem Fragment, wenn es in irgendeinem Biom dieses Fragment geben sollte, dann müsste natürlich diese Spitzhacke dafür prädestiniert sein, da sie ja ständig mit allen möglichen Blöcken in Kontakt kommt, dass sie in der Lage wäre, eins von diesen Fragmenten zu bekommen. Aber das scheint eben im Moment nicht der Fall zu sein. Ich bekomme zumindest kein weiteres Fragment. Wenn es tatsächlich dabei bleibt, dass das nur aus den Kisten gehoben werden kann und dann auch noch nur aus der Freischaltkiste oben über den Einkauf der Blöcke über die Picks und die 3 Stunden Freischaltchest, dann muss ich sagen, ist das jetzt keine starke Motivation, mich da reinzuhängen, weil eigentlich kann ich ja nicht viel machen, weil es ist ja eher eine Frage des Zeitablaufs, als dass ich wirklich irgendwas aktiv dazu beitragen könnte. Und ein solcher Idle-Mechanismus motiviert mich dann halt nicht unbedingt, das Spiel mehr zu spielen, wenn es sonst keinen Mechanismus, nichts gibt, was ich in dem Spiel eigentlich sinnvoll machen kann. Außer dass ich jetzt natürlich meine. Ah ja, da wäre es eigentlich auch noch interessant, wo ist denn meine andere Spitzhacke? Ah, genau, ich glaube, die Regenbogenspitzhacke hatte nämlich. Genau, die hatte nämlich nochmal, ich glaube, den Faktor 5 oder Faktor 10 an Picks, die ich da bekommen habe. Das macht, wäre jetzt natürlich wieder interessant, nachdem die Picks an mehreren Stellen eine Rolle spielen, wenn man die noch nutzen könnte, aber mit Level 13 und 15 Runix pro Level. Das heißt, ich müsste in die Spitzhacke alleine 150, dann wäre ich bei 23, dann noch 5 drauf, also 225 mindestens an Runix investieren, um die aktuell wieder nutzen zu können. Und die bekomme ich halt im Spiel nicht. In der Form ist hat diese Runik-Mechanik aktuell einen ziemlich faden Beigeschmack. Weil es ist natürlich eine Sache, dass die ihre Elemente haben, womit sie natürlich ihr Geld verdienen. Aber wenn dann das Spielprinzip ohne die Runiks letztlich irgendwie scheitert, weil es dann irgendwie nicht mehr motiviert, dann ist das Free-to-Play irgendwie nicht so free, wie es aus meiner Sicht sein sollte, wenn man sich schon diesen Begriff zunutze macht. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen ausprobieren, aber mal gucken, wie lange Pitcrafter dann jetzt noch dabei bleibt mit den aktuellen Entwicklungen. Soweit von Pitcrafter für heute und auf zum nächsten.